Hallo, meine Magic Unicorns. Ja, die Pinkbox ist wieder da und ich will sie euch natürlich nicht vorenthalten. Die Pinkbox ist wieder in einem Spezialdesign. Ich finde das wunderschön. Das sind haufenweise Tannenbäume irgendwie. Das zieht sich über die ganze Box und vorne steht drauf: Let's celebrate. Und ja, also der Inhalt der Box ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich freue mich wirklich darüber. Und ja, das natürlich jetzt momentan in der Weihnachtszeit ist, war natürlich der Weihnachtssticker wieder auf dem Papier drauf. Und ich habe das natürlich alles schon aufgemacht, weil ich natürlich gar nicht warten konnte. Die Karte ist auch in dem Design und deswegen, ja. Auf jeden Fall war eine kleine Veleda-Reihe mit da drinne. Aus der Veleda-Reihe ist auf jeden Fall mandelwohltuende Gesichtscreme da drin. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich sie schon mal hatte. Kann sein, dass ich sie schon mal hatte, aber kann auch sein, dass ich sie noch nicht hatte. Ich werde sie auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe mit Veleda ehrlich gesagt eigentlich bisher keine guten Erfahrungen gemacht, da spreche ich ganz offen drüber. Ich musste teilweise vom Veleda, wenn ich was in der Pinkbox hatte und ich habe das angewendet, die Produkte weiterreichen, weil sie meine Haut ausgetrocknet haben oder ich Pickel oder alles Mögliche gekriegt habe. Und deswegen, ich bin da ehrlich gesagt ziemlich vorsichtig und ich muss das Produkt auf jeden Fall ausprobieren und falls es wieder der Fall sein sollte, dass ich das Produkt nicht vertrage, dann muss ich es halt wieder weiterreichen. Ja, das ist dann so. Dann war aus der Mandelreihe noch eine Cremedusche mit da drin. Es war eine kleine Tube, das sind 20 Milliliter. Kann man super irgendwie ins Reisegepäck packen oder so, wenn man mal verreist. Und dann noch passend dazu aus der Reihe natürlich eine Pflegelotion. Ja, die Pflegelotion, die kann ich ehrlich gesagt dann auch als Handcreme nehmen. Kann ich mir dann in meine Kosmetiktasche für unterwegs reinpacken, weil sie ungefähr so die Größe hat wie meine bisherige Nivea-Creme. Von der habe ich ja in der Tasche auch eine Probe und deswegen passt das. Also die kann ich dann auf jeden Fall in die Kosmetiktasche für unterwegs packen und kann dann mal gucken, ob ich mit ihr klarkomme. Dann war etwas da drin, worüber ich mich gefreut habe. Und zwar ist das von Hikari ein Lippenstift. Der heißt Crush. Und ich glaube, es ist ein schwarzer Lippenstift. Ich habe mich noch nicht getraut, ehrlich gesagt, ihn aufzumachen und zu gucken, wie der Lippenstift aussieht. Weil ich natürlich Angst habe, dass er kippt, wenn ich ihn jetzt schon aufmache. Aber ich kann euch auf jeden Fall die Verpackung von ihm zeigen. Ja, die Verpackung von ihm ist jetzt so an sich nichts Besonderes, ne? Sieht irgendwie so ähnlich aus wie die Verpackung von Manhattan. Ja, unten steht dann halt Crush Lip. Also Crush ist halt der Name. Lipstick, die. Disrupted by Hikari Cosmetics made in PRC. Keine Ahnung, was PRC bedeutet. Kann ich nicht mitsprechen. Sind auf jeden Fall 3,8 Gramm. Und ja, ich gehe wirklich sehr stark davon aus, dass es ein dunkler Lippenstift ist. Dass es so ein schwarzer oder lilaner Lippenstift ist. Und sollte das der Fall sein, ist er auf jeden Fall etwas mega Besonderes. Weil ich bisher noch nie einen schwarzen Lippenstift hatte. Und ja, die Spannung bleibt auf jeden Fall, bis ich ihn dann irgendwann mal aufmache und benutze. Und Leute, wirklich, ich verspreche euch, wenn ich ihn irgendwann aufmache und ich ihn benutze, zeige ich ihn euch auf jeden Fall. Dann kann ich das auch machen, dass ich ihn drauf mache und dann zeige ich ihn euch in einem Video, irgendwie zwischendurch oder so. Einfach mal gucken, aber ihr werdet ihn auf jeden Fall sehen. Ja, das verspreche ich. Jo. Was steht hier denn so? Ach, da steht Mineralöl und bli und bla. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich von Hikari noch nie etwas gehört. Das ist wohl eine
ja, eine Kosmetikmarke. Ist ja eine Kosmetikmarke und ja, ich muss mal gucken, vielleicht gibt es sie auch auf Amazon irgendwie. Wenn der Lippenstift mir gefallen sollte, dass ich dann eventuell, wenn er nicht so teuer sein sollte, ich mir dann noch mehr Produkte von der Marke bestellen kann. Aber mal schauen. Dann war von Hugo Boss eine Bodylotion mit da drin. Ne? Und ja, das ist die Look Up Now. Look Up Now. Life is surprising for her. Moisturizing Body Lotion, late hydratant, pure Le Corps, ja, 50 Milliliter. Kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht, habe ich ehrlich gesagt noch nie irgendwie was von gehört. Muss ich mich auch überraschen lassen und werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Das sind 50 Milliliter und ja. Die Sachen von Hugo Boss, die riechen eigentlich immer ehrlich gesagt ziemlich gut. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie eklig riecht oder so, sondern ich denke mal, es wird schon ein sehr angenehmer und schöner Duft sein. Und ja, dann duftet man halt danach. Das ist dann so, als wäre man am ganzen Körper parfümiert und das ist wunderschön. Ja. Ein Nagellack war natürlich auch mit dabei und er ist irgendwie passend in so einer Weihnachtsfarbe, finde ich irgendwie. Also die haben sich da wirklich dieses Mal Gedanken gemacht und haben Nagellack mit da reingepackt, der irgendwie in der Weihnachtszeit entspricht. Das ist von Trended Up Number One Nail Polish in der Farbe 240. Die haben ja alle von Trended Up diese Nummern als Name und deswegen, ja, die Farberkennung ist halt immer irgendwas mit 200, glaube ich. Und das sind 6 Milliliter und ich finde die Farbe auf jeden Fall wunderschön. Also, ja, ich freue mich schon darauf, ihn drauf zu machen. Und mal gucken, vielleicht mache ich irgendwann auch mal so ein Nail-Tutorial oder so. Ich muss einfach mal gucken. Entschuldigung, ich muss mal was trinken. Muss die gute Frau Coca-Cola trinken? Yay, Coca-Cola. Yay. Nein. Ich muss mal gucken, weil ich habe ehrlich gesagt in letzter Zeit mich gar nicht wirklich mit Nageldesign beschäftigt, weil ich habe ja das eine Mal versucht, so kleine Aliens auf meine Nägel zu machen. Das war ja total in die Hose gegangen. Da war ja dann wirklich nur ein Nagel was geworden, wo dann ein Alien drauf war, was meiner Meinung nach dann okay war. Der Rest war ehrlich gesagt totaler Mist. Und dann hatte ich mir mal irgendwann das TH-Logo auf den kleinen, also hier auf den kleinen Finger gemacht, auf den Nagel davon und ja. Das war auf jeden Fall richtig gut geworden und ja, da habe ich mir dann irgendwie auch richtig Mühe gegeben. Aber so im Großen und Ganzen habe ich ehrlich gesagt mit Nageldesigns irgendwie Probleme. Also ich muss mich wirklich öfter und mehr damit beschäftigen. Aber wenn das irgendwann sitzen sollte, dann kann ich euch gerne dazu auch Videos machen. Ja, warum nicht? Dann war wieder ein Gutscheinheft mit dabei. Das ist wieder Premium Shopping. Da sind wieder zig verschiedene Gutscheine drin. Und dann war, das finde ich richtig toll, ein Dein Geschenk von Studioline Photography. Das muss man so aufmachen. Ja, das ist hinten so reingestopft in die Lasche. Ist das so ein. Ist das ein Gutschein für einen Fotografenbesuch? Das geht aber wirklich nur bei diesen Studioline Photography. Kann man ein Fotoshooting machen lassen? Das Fotoshooting geht 90 Minuten. In dein Event, dein Shooting-Event dauert circa 90 Minuten, inklusive Make-up-Shooting und Bildauswahl. Ja, ich lese euch mal vor, was hier alles steht. Dein exklusiver Kennenlerngutschein für ein Fotoshooting deiner Wahl im Wert von 39 Euro. Wähle aus 8 Kategorien Family, Kids, Beauty, Friends, Love Story, Erotic, Man oder 9 Months
Dein Shooting-Event dauert ca. 90 Minuten, inklusive Make-up, Shooting und Bildauswahl. Ein tolles Make-up mit MAC-Produkten für eine Person ist in den Kategorien Beauty, Erotik, 9 Months und Men inklusive. Für die Kategorien Friends, Kids, Love Story und Family kannst du bis zu 6 Personen mitbringen. Weitere Personen gegen Aufpreis. Direkt nach dem Shooting präsentieren wir dir die Bilder und du triffst deine Auswahl. Dein Lieblingsbild als Abzug in 13x18 cm als hochauflösende Datei auf CD bekommst du kostenlos gleich mit. Dein Gutschein ist gültig bis zum 30.04.2017 und in jedem unserer über 70 Studios in Deutschland einlösbar. Wunschtermin einfach telefonisch vereinbaren und ein unvergessliches Erlebnis steht dir bevor. Weitere Informationen zu unseren Studio-Standorten und Angeboten bekommst du unter www.studioline.de. Ja, finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache, dass man dann so ein Fotoshooting in dem Sinne geschenkt bekommt. Und ich muss mal gucken, ob ich da eventuell mitmache, weil das wäre schon cool, so irgendwie professionelle Bilder von mir zu haben. Soll jetzt nicht irgendwie heißen, dass ich total eingebildet bin. Oh nein. Nein, aber es wäre halt schon mal irgendwie cool. Und ja, ich muss einfach mal gucken, ob ich das auf jeden Fall mache und ob wir Studio Lines hier irgendwie in der Nähe haben. Aber ja, da werde ich mich auf jeden Fall dann noch informieren. Das packe ich schon mal wieder in die Box. Und dann, hoppla, egal, hebe ich gleich auf. Dann war dann noch so ein Plan mit dabei. Das ist so ein Kalender. Da steht irgendwie It's Pink Day, Pink Box. Und ich habe die Vermutung, dass die hier auf den Plänen markiert haben, wann die Pinkbox abgeschickt wird oder wann sie ankommen soll. Und ja, auf jeden Fall finde ich das wirklich sehr interessant. Auf jeden Fall finde ich das wirklich sehr interessant. Und ich finde es zugleich irgendwie auch total cool, weil dann habe ich schon so eine Übersicht und ich werde mir das vielleicht in meinem Zimmer aufhängen. Dann habe ich in dem Sinne einen Kalender an der Wand hängen und ja, muss nicht immer auf mein Handy gucken, weil ich orientiere mich irgendwie immer an dem Kalender auf meinem Handy. Ich weiß auch nicht, aber ja, wenn ich dann den habe, dann kann ich mich an dem auch orientieren. Oh mein Gott, ey. Ich bin heute wieder so in der epoletisch. Nein, in der Elefantensprache bin ich heute wieder irgendwie. Es ist total komisch. Ja, auf jeden Fall war dann die Couch mit da drinne. Habe ich ehrlich gesagt so das Gefühl, dass ich sie letztes Mal schon da drinne hatte. Aber kann auch sein, dass ich mich täusche. Kann auch sein, dass es dieses Mal eine andere ist. Und dann hatte ich die Jolie mit da drinne. Und ja, ich liebe ja die Jolie. Und die Jolie lese ich wirklich liebend gerne. In der Jolie ist eine Probe von der Sante Naturkosmetik sofort glättende Augencreme. Werde ich natürlich ausprobieren. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob hier noch mehr Proben drin sind. Aber ja, ich werde mir die Jolie auf jeden Fall in den kommenden Tagen mal zur Brust nehmen und werde sie mal durchblättern und durchlesen, weil ich in der kommenden Woche 3 Tage Urlaub habe und ja, das wird mir auf jeden Fall auch gut tun. Da werde ich ein bisschen abschalten und ja, da werde ich ein bisschen abschalten und zur Ruhe kommen und mich halt auf andere Sachen konzentrieren und ja, Samstag wird jetzt nochmal Weihnachtsshopping gemacht. Wobei, nochmal, kann man ehrlich gesagt nicht sagen. Ich fange da erst mit dem Weihnachtsshopping an. Ich weiß, ich bin dieses Mal irgendwie total spät dran, aber ja. Das mit dem Krankenhaus, das hatte mir dazwischen gefuscht. Dazu kommt auf jeden Fall in der kommenden Zeit auch noch ein extra Video, weil sich das eine von euch gewünscht hatte.
Falls du dieses Video jetzt sehen solltest, weißt du ganz genau, wen ich meine. Du hattest auf jeden Fall gemeint, dass du es gut finden würdest, wenn ich dazu ein Video machen würde. Und dem Wunsch werde ich auf jeden Fall nachkommen. Und ja. Dann war auf jeden Fall noch ein Kosmetikprodukt mit da drin. Und das ist von Litamin. Die private Spa Joy. Duftöl, ja, genau. Das private Spa Joy Duftölpflegeschaumbad mit Safranextrakt und Arganöl. Und ja, es sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus und es soll auch neu sein. Da sind 400 Milliliter drin. Oh mein Gott. Ja, ich frage mich ehrlich gesagt, wie ich das aufbrauchen soll. Ja. Werde ich auf jeden Fall irgendwie mal dran schnuppern und wenn es mir nicht zusagen sollte, dann habe ich auf jeden Fall schon eine Idee, wem ich das zu Heiligabend schenken kann und deswegen, ja, naja, finde ich auf jeden Fall keine schlechte Idee, sowas, aber ich kann mittlerweile ehrlich gesagt in so Schaumbädern, in so Schaumbädern kann ich mich mittlerweile Totbaden. Also ich habe irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 Stück, weil die alle mal in der Pinkbox drin waren, irgendwie verteilt natürlich. Und deswegen, ja, naja. Kommen wir jetzt zu der Karte. Und da steht drin, ho, 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 liebe Pink Lady, let's celebrate. Unsere aktuelle Pinkbox verzaubert im weihnachtlich funkelnden Design. Und auch sonst weihnachtet es sehr bei der Pinkbox. In unserer Pinkbox Weihnachtswelt auf www.pinkbox.de Weihnachtswelt präsentieren wir dir tolle Geschenkideen für deine Liebsten. Ob Mama, Schwester oder beste Freundin, hier findest du ganz sicher eine zauberhafte Überraschung für jedermann. Mit unserer aktuellen Blackbox Man natürlich auch für den Herren. Ganz exklusiv, die limitierte Geschenkbox ist zurück. Die 5 trendigen Beauty-Highlights von Brands wie Uslu Airlines, Edening oder Courgette Cosmetics überzeugen selbst den größten Beauty-Holic. Genau das Richtige also, um Beauty-Träume wahr werden zu lassen. Seid gespannt! Auch in diesem Jahr warten viele tolle Beauty- und Lifestyle-Überraschungen in unserem großen Facebook-Adventskalender auf dich. Lass dich überraschen, vielleicht versteckt sich hinter dem einen oder anderen Türchen ein ganz persönliches vorweihnachtliches Präsent. Jetzt aber erst einmal ganz viel Freude mit deinem Auspacken und Testen der Kosmetiküberraschungen in deiner Pinkbox Let's Celebrate. Wir wünschen dir von Herzen eine wundervolle Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Beauty-Jahr. Dein Pinkbox-Team. Veleda Mandel Sensitiv, Cremedusche, Pflegelotion und wohltuende Gesichtscreme. 1,25 €, 1,95 € und 2,95 €. 20 ml, 20 ml und 7 ml. Max Max Look Up Now for Her Body Lotion 3 €, 50 ml. Hikari Cosmetics Lipstick 13,50 €, das ist einer. Trended Up, Number One, Nail Polish, 1,25 €, das sind 6 ml und Litamin, private Spa, Joy, Duftölpflege, Schaumbad, kostet 3,49 € und das sind 400 ml. Und ja, dieses Mal steht hier die Joy halt drin für 2 € und ja, naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet mich dann beim nächsten Mal wieder ein und ich hab euch ganz doll lieb. Tschüssi!